Küste. Ich auf dem Watzmann obi. Wie geil ist das? Ich auf dem Watzmann obi. Juhu! Morsche, Morsche aus Salzburg. 2. Juni 2021 und der erste Rettungseinsatz war auch schon am Watzmann. Ich war noch nicht einmal am Watzmann um, das darf es doch gar nicht geben. Jetzt also habe ich mir gedacht, ich nutze den heutigen frühen Vormittag, um mir mal einen Überblick über die Tour zu verschaffen, wie es denn so ausschaut bei der Watzmann-Überschreitung und stelle euch das Video so schnell wie irgendwie möglich zur Verfügung, um eben meinem Kanalmotto nachzukommen und euch, die ihr gerne in die Berg geht, davor zu bewahren, dass ihr eben auch eventuell abgeholt werden müsst. Das ist nämlich so ein Motto, das ich seit 2018 immer wieder am Kanal predige. Ich versuche ja mit diesem Kanal auch Menschen in den Bergen zu helfen, nicht erst seit heute, sondern eben seit 2018, seit ich nach meinem Unfall wieder voll durchgestartet bin. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was mir heute am Watzmann erwartet. Ich weiß, dass oberhalb vom Watzmannhaus Schnee liegt. Wie es hinten oben schaut, habe ich keine Ahnung. Es kann sein, dass der Grat ganz gut zum Gehen ist. Kann sein, dass meterhoher Schnee ist. Also ich bin echt schon richtig gespannt. Fakt ist, ich habe die Tour richtig gut geplant. Ich starte heute extrem früh. Die Nacht ist klar gewesen oder ist bis jetzt klar und wird auch noch klar sein. Das heißt, es zieht nach wie vor an. Und ich erwarte mal, dass ich im Schnee nicht einbreche, zumindest in der Früh noch nicht. Erst eventuell später dann im Abstieg. Und das ist auch mitunter so ein Grund, warum ich jetzt so früh unterwegs bin. Für alle, die heuer unbedingt auf den Watzmann raufgehen wollen, bleibt unbedingt dran. Ich werde am Ende des Videos eine ehrliche Einschätzung abgeben und euch so den einen oder anderen Tipp für die Watzmann-Überschreitung mitgeben und mache aber die Überschreitung in erster Linie für mich. Das heißt, das Video wird viel kürzer sein wie meine anderen Watzmann-Videos, die es bereits am Kanal gibt. Und dementsprechend werdet ihr jetzt dann sehr viel Action sehen. Viel Spaß, kommt mit. Ich gehe davon aus, dass die Watzmann-Überschreitung hinhaut. Von daher starten wir bei der Wimbachbrücke, gehen rauf und hinten ins Wimbachgries runter. Und wieder den langen Hatscher Retour. Let's go! Geleckhorsch, da ist ein Wächter. Die ist ja, keine Ahnung, 7-8 Meter hoch. Bist du noch zu retten? Krass. Uhu. Und das im Juni. Es wird heute ein super Tag. Ja, kurz vor Sonnenaufgang bin ich jetzt gleich beim Hocheck herum. Kurz nach dem Watzmannhaus habe ich mir ein Snowline-Spike so gezogen, weil ob da durchgehend Schnee ist. Aber ich habe auch Steigeisen dabei. Und für die Überschreitung werde ich mal die Steigeisen anziehen, weil die Spikes auf dem Fels einfach keinen Grip haben. Das habe ich vorher schon probiert. Safety first. Ja, und da oben ist halt auch so interessant. Da sehe ich jetzt noch das erste Mal, was mich richtig erwartet. Bin echt schon sehr gespannt drauf.
wie es ausschaut. Es kann eine gemare Wiese sein, kann easy sein, kann aber auch sein, ja, dass es mega anspruchsvoll wird. Schauen wir mal. Ja, Bergheil vom Hocheck. Erster Gipfel der Batzmann-Überschreitung. Nicht mehr vor Sonnenaufgang. Ich werde gar nicht viel Zeit verdandeln. Machen wir jetzt eine ins Biwak, Steigeisen. Ulala, bist du deppert. Ja, da kommt noch was auf mich zu. Gewaltig. Hauptsache hier aber kurze Hosen. Für später ist der noch wichtig. Schaut euch mal das an. Brutal. Jo, also ich bin ready. Die Sonne ist in der Zwischenzeit auch aufgegangen. Ja, echt krass. Und das für Anfang Juni. Brutal viel Schnee. Teilweise mehr, wie ich im Winter schon gehabt habe. Ich glaube, die Stecken kann ich mir auch befestigen, brauche ich auch nicht. Los geht's! Mega schön. Mega. So ein Traumtag heute, Wahnsinn! Ja, die mehreren Zeilen unterm Schnee. Und richtig viel Leute sind auch noch nicht gegangen. Herrlich! Höchster Punkt der Watzmann-Überschreitung erreicht. Die Watzmann-Mittelspitze. Wuhu!
Der Kerl, lieber Watze. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Wie weiter tue, Bicke habe ich keinen dabei. Es könnte gehen. Es könnte gehen. Schauen wir mal. Nur so weit gehen, wie ich umdrehen auch wieder kann. Herrlich. Seilversicherung geht normalerweise da. Alles eingeschnitten. Und das ist der Felsen, über den ich mal runtergerutscht bin. Wenn er abgestiegen sei, sie verkoffert haben, da geht es halt weiter. Ja, also da oben geht eine Spur um. Die ist ziemlich weit oben angelegt. Keine Ahnung, das muss entweder wer gewesen sein, der ein mega guter Bergsteiger ist, oder er kennt sich nicht aus, weil der eigentliche Weg, das Bantl, geht da rauf. Und da unten geht auch eine Spur um. Strange. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich gehe unten. Ja, ich bin da eben ein Bantl zu tief herunten, da geht eine Spur rauf. Schau mal, was der da hat. Und wo ihr es jetzt runter seht, da ist der Traunsteiner abgestiegen, der dann gerettet werden hat müssen. Ich folge jetzt nochmal die Spuren. Bin gespannt, ob und wie es da rausgeht. Ja, da rauf. Und da sieht man eben, da oben geht die Spur, aber das Bantl, das hat zuerst extrem abschüssig ausgeschaut. Jetzt bin ich auch da gegangen und der ist da rechts rausgekraxelt durch den Bruch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die Bruchvarianten für mich auch geht. Sind ja gar nichts da.
Leckarsch. Blöd zum Umsteigen. Ja, also jetzt sind wir genau da, wo ich glaubt habe, dass der Schlüsselstuhl ist. Schauen wir mal. Der erste Teil muss gehen, der ist eh selbstversichert, aber dann heißt es am Normalweg in die Ostwand reinqueren und ich glaube, dass das nicht geht. Also muss man über den Grat drüber und schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Schön ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Stunde der Wahrheit kommt gleich. Schauen wir mal, ob es unten geht. Herum ist es mit dem Permafrost so ein Scheiß. So ist es locker. Ich glaube nämlich, dass es gehen müsste. Schauen wir mal. Da muss ich jetzt durch den Fels raufgehen.
Fest. Fest, fest. Fest, Luca. Fest. Fest. Das ist so gefährlich da. Du musst alles überprüfen, ob alles sich hält. Jawohl. Du bist. Oh. Fest. Fest. Puh. Ah, das ist immer so happig, das Stück da. Happig, happig. Aber jetzt ist die Krux geschafft. Danke, lieber Watzmann. Danke, danke, danke. Nix für Weicheier. Ja. Danke. An der Stelle sage ich das gleich einmal. Wenn du da bei der Stelle zur falschen Zeit da bist und zur falschen Zeit einsteigst, sowohl oben drüber als auch unten im Schnee vorbei, dann bist du tot. Diejenigen von euch, die sich mit Permafrost und Lawinenkunde auskennen, wissen, was ich mache. Und für mich geht es jetzt hinauf für die letzten Meter auf den Gipfel. Werde ich mich auch noch mal weiß gut wie lange aufhalten, weil ich will absteigen, bevor richtig viel Sonne im Abstieg ist. Aber eine richtig coole Geschichte, jawohl! Bist du deppert? Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Schaut euch das an! Ich schaue auf den Watzmann runter. Wie geil ist das? Ich schaue auf den Watzmann runter. Juhu! So geil! Also, Leute, es ist Juni, es ist Sommer. Resümee gibt es dann unten, weil jetzt kommt noch ein bisschen was. Und also jeder, der fragt, ob er es auf dem Watzmann aufgeschafft hat, da herum echt momentan nichts verloren. Ich werde euch unten noch eine Einschätzung geben. Ab wann das die Überschreitung für die meisten Leute Sinn macht und was man da alles dafür braucht. Aber jetzt bin ich einfach einmal nur happy. Die Verhältnisse habe ich sehr gut eingeschätzt und sehr gut erwischt. Zwei hakelige Stellen waren, einmal da durch den Bruch rauf und jetzt auch bei der Ostwandquerung. Aber ich bin jetzt gut angestiegen, es hat gut gepasst. Aber da muss echt jeder Tritt und jeder Griff vor allem auch sitzen, wenn da was ausbricht. Ja, dann ist alles gespart. In dem Sinn, danke lieber Watzmann, dass du mich wieder mal gut aufgelassen hast und bitte geh schon ums gut einlassen, ums Gewehren. Bin immer sehr dankbar, wenn ich auf dem wunderschönen Gipfel da herumstehen darf. Einfach ein Traum. By the way, ich verlinke euch unten einmal meine ganze Playlist zum Watzmann und auch zu den Berchtesgadener Alpen. Ich glaube, es gibt auf YouTube keinen Kanal, wo es mehr zu den Berchtesgadener Alpen gibt wie bei mir. Also schaut da unbedingt einmal vorbei. Und weil ich gerade so ein bisschen Selbstlob mache, in dem Jahr wird es ziemlich viele Klassiker für so Hobbyalpinisten wie ich bin geben.
Also wenn euch das interessiert und ihr nichts verpassen wollt, war es jetzt höchste Zeit, dass ihr meinen Kanal abonniert und die Glocken aktiviert. So, ich gönne mir mal eine kurze Pause und dann steige ich ab ins Wimbachgries. Die Sonne ist auch dabei noch nicht herinner. Also sehr gut geplant und getimt. Sehr geil, sauber. Ja, ganz gut geplant. Der Abstieg, alles ist noch schön im Schatten. Schnee liegt weit oben. Ich glaube, da kann ich jetzt viel Zeit gut machen. Das sollte schnell gehen für mich. Panorama, einfach ein Traum. Ja, vierte Südspitzen. Vierte Mittelspitz. Danke fürs gut auferlassen und jetzt ein bisschen Gage. Ums gut euch lassen. Ella! Hadi, hadi! Die sind die Rinnen runtergegangen, die ich schon gefahren bin mit den Ski. Also ich glaube, besser kann man das Ganze gar nicht timen. Bin ich hier unten, da wo dann die Wasserstelle ist. Natürlich aktuell noch alles voll unter dem Schnee und ist 16 See. Da kommt jetzt die Sonne rein. Genau das wollte ich schaffen, da rauskommen, bevor die Sonne reinkommt, weil, wie man sieht, da bricht eh schon ein. Da oben liegt eine große Lawine und da können noch ein paar Grundlawinen kommen. Also jetzt bei mir heute nicht, aber generell einmal so ein kleiner Hinweis an alle, die vorhaben, das Ganze zu machen. Jupp! Yes! Uhu. Danke, lieber Watzmann, dass du mich im Wimbachgries hergeben hast und auslassen hast und gut runterlassen hast. Jupp, so schaut es nämlich aus, Leuteln. Ich habe es in meinem anderen Video gesagt, bis daher, bis ihr an der Stelle seid, gehört ihr dem Watzmann. Ob der Stelle ist alles egal. Ob der Stelle hat euch der Watzmann hergeben. Und da seid ihr dann safe. Genauso bin ich jetzt safe. Ich werde jetzt dann raus spazieren. Ja, ich mache jetzt dann gleich einmal das Fazit, bevor ich aber damit starte. Die Tour ist noch nicht ohne weiteres machbar. Wollt ihr ein Update von mir? Ich habe mir da so vorgestellt mit meiner Schwester ein spezielles Video nochmal zur Watzmann-Überschreitung machen. Wollt ihr sowas haben, unten eine in die Kommentare. Ja, was sollte ich zu der Tour jetzt sagen? Insgesamt werde ich heute von Auto zu Auto 10 Stunden unterwegs gewesen sein. Für die 2300 Höhenmeter und ca. 25 Kilometer. Ich glaube, das war so ziemlich meine anspruchsvollste Watzmann-Überschreitung, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe es, glaube ich, schon 15 Mal oder so gemacht. Auch im Winter. Sowohl zu Fuß als auch mit Ski. Aber an das heute ist eigentlich nichts dran gekommen. Und zwar aus mehreren Gründen. Ihr habt es eh gesehen bei der Südspitze. Das Gipfelkreuz. Das schaut gerade einmal von der Glocke weg aus. Also das ist echt der Wahnsinn. So viel Schnee da oben. Dann, ich habe es auch reingenommen ins Video, das Bantel, was ich umgangen bin, wo ich ein Bantel zu tief gewesen bin. Das hat so abdrängend ausgeschaut und da ist noch so viel Schnee drauf. Ich weiß nicht, man müsste sich das anschauen und ins Bantel reingehen, ob es geht oder nicht. Fakt ist, Spuren sind noch keine drinnen.
Also irgendwer wird schon mal anspuren, aktuell würde ich es nicht machen. Und dann bleibt eigentlich eh nur die Varianten, wie ich sie gemacht habe. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Wenn du da unten umgehst und dann durch den Bruch raufkreist, keine Ahnung, das war halt so 2 plus im Bruch. Und keine Ahnung, wie lange das der Tritt noch hält, wie schnell das er weg ist. Also das war definitiv eine Krux heute, und die zweite Krux war dann, wie ich es eh schon vermutet habe, die Ostwandquerung. Ja, also wenn du da nicht weißt, was du tust, bist du definitiv tot oder du hast sehr viel Glück gehabt. Bei mir ist es so gewesen, ich bin schon 2017 einmal über den Grat oben drüber gereiht und 2018 bin ich drauf gekommen, dass der brutal brüchig ist im Sommer. Sprich, Permafrost lässt grüßen, und genau dasselbe Problem habe ich heute eben eh auch schon wieder beobachten können. Also wer über den Grat voll oben drüber greift, der macht da auch russisch Roulette. Früher oder später wird der einmal zusammenbrechen. Und ja, der Schritt, den ich in der Ostwandseite da reingesetzt habe, die waren mit sehr viel Bedacht gewählt. Und man muss sagen, die Sonne ist da gerade erst einmal 1,5 Stunden heraus gewesen und hat da reingeknallt. Und es war trotzdem schon wach. Also wenn du da nicht perfekt timest, ist scheiße gelaufen. Und selbst wenn das jetzt wer nachgeht, ist das auch nicht gewiss, dass dann die Tritt von mir, dass das da nachher noch hält. Ich schätze einmal, der Schnee in der Querung wird sicherlich noch so 1 bis 1,5 Wochen da sein. Ich werde das Video versuchen heute noch auszuschnalzen. Es ist nämlich jetzt verlängertes Wochenende, der Wetterbericht ist einigermaßen gut gemeldet. Und wie ich, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, eingangs eh erwähnt habe, ich will so viel von euch wie irgendwie möglich bewahren davor, dass ihr einen Unfall habt in den Berg. Weil ich habe sowas schon einmal gehabt 2018 und ich kann ein Lied davon singen, was da nachher mit einem passiert. Und vor allem auch, wie viel Glück das man braucht, dass man sowas überlebt. Ja, und was man auch gesehen hat, eben da, wo der abgestiegen ist und dann gerettet werden hat müssen, verlasst euch nicht auf Spuren. Selbstinitiative ist in den Berg gefragt. Selbstverantwortung ist gefragt. Da braucht ihr das nicht mit dem Finger auf andere hinzuzeigen. Ihr müsst die Entscheidungen selber treffen. So wie ich heute selber für mich getroffen habe. Ich muss sagen, ja, der Titel war vielleicht wieder mal ein bisschen krass gewählt. Aber der Inhalt, das passt schon, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Und was man auch sagen muss, ich habe es perfekt getimt. Also ich habe ganz genau gewusst, was ich mache. Ganz genau gewusst, was mich erwartet. Das Einzige, was ich halt nicht gewusst habe, wie viel Schnee das sein wird. Aber die Schneekonsistenz, die Lawinensituation, das habe ich alles perfekt eingeschätzt. Ich würde sagen, da wo ich überall unterwegs war, kannst du sagen, zu dem Zeitpunkt war Lawinenwarnstufe 0, außer eben die Ostwandquerung. Ja, das war schon zum Aufpassen, aber ansonsten habe ich es wirklich perfekt erwischt und perfekt getimt. Da kann man mir überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war astrein. Gebe mir selber einen Daumen nach oben und klopfe mir selber auf die Schulter auf. Ja, also jeder, der heuer vorhat, die Watzmann-Überschreitung zu machen, dem sei gesagt, ihr habt es gesehen, es ist jetzt Anfang Juni. Ich bin 2018 Anfang Juni die Tour schon gegangen und da war fast kein Schnee mehr. Und heuer Anfang Juni so viel Schnee, wie ich noch nie erlebt habe. Das ist, weil so spät der Schnee gefallen ist. Jetzt fliegt eh schon wieder ein Hubschrauber. Keine Ahnung, vielleicht ist er zum Wasserholen. Hoffen wir es nicht. Und von daher wird es auf jeden Fall noch länger dauern, bis ihr die Watzmann-Überschreitung angehen könnt, ohne weiteres. Ich würde einmal so prognostizieren, Sinn machen wird es erst ab Anfang Juli. Und da braucht es sicherlich auch noch Steigeisen und einen Pickel. Pickel war für mich heute eigentlich auch was Feines gewesen. Hab bewusst darauf verzichtet, weil die Tour bei winterlichen Verhältnissen gehen. Aber ja, heute bei ein paar Stellen hätte man doch einen wünschen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat einige davor bewahren können, dass sie jetzt an einem verlängerten Wochenende da herfahren und die Tour angehen und abbrechen müssen oder dass irgendwas passiert. Ich hoffe, ich habe mit dem Video auch wieder Leute animiert, meine super Watzmann-Dokumentation mit meiner Schwester zum Schauen. Das ist wie gesagt eben da unten verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, es kommen heuer im Sommer wirklich großartige Touren. Und wer bereits im Vorfeld darauf Zugriff haben will, schaut euch einmal die Kanalmitgliedschaft an. Für die Mitglieder sind eh bereits, glaube ich, 15 Videos oder so online. In dem Sinn, macht es gut, bergheil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch!